Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Black Mirror. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich habe schon viel Gutes über dieses Spiel gehört und freue mich natürlich darauf, wieder ein neues Point-and-Click-Adventure spielen zu können. Was ein bisschen schade ist, ich wollte euch eigentlich den Prolog zeigen, den man kostenlos als Demo spielen kann über Steam von Siberia 4, was nächstes Jahr, so 2021, rauskommt. Leider, leider funktioniert das Ganze nicht. Also ich habe es zweimal versucht zu installieren und diverse Reparaturen drüber laufen lassen. Klappte alles nicht, deswegen muss ich erstmal mit einem anderen Point-and-Click vorlieb nehmen. Und da habe ich mir gedacht, schnapp ich mir doch einfach mal Black Mirror und spiel das mit euch zusammen. Ja, wir werden ein neues Spiel beginnen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich absolut keine Ahnung habe, was hier auf mich zukommt. Oh wow. Also mit ASWD kann ich mich bewegen. Auch wenn das Bewegen an sich noch ein bisschen holprig aussieht. Aber für ein Point-and-Click schon mal eine ziemlich geile Grafik. Der läuft zwar die ganze Zeit nur, ich kann anscheinend nicht gehen, oder? Ist das jetzt Zufall gewesen oder gehe ich mit der Shift? Ach, ich gehe mit der Shift-Taste. Okay, ich kenne es nur anders, dass man damit laufen kann. Wollen wir mal schauen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Was müssen wir eigentlich machen? Aua, das war laut. Interagieren. Ich hab versagt, Sohn. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Vergib mir. Forgive me. What are you doing? What are you doing? Wieso haben die Geister jetzt auf Englisch gesprochen? Oder die Stimmen oder was das jetzt war? Sollen wir hier rum oder sollen wir da durch das Loch durch? Oh Gott. Das ist ja wie im Irrgarten. Wo müssen wir denn hin? Okay, er dreht sich so nach rechts, also denke ich mal, das war wahrscheinlich hier. Oh. Guten Tag. Kann ich mit dir interagieren? Ich fürchte, sie mochte unsere Berührung nicht. Ja. Läuft so komisch irgendwie, als ob der... Führe mich auf dem Pfade deiner Gebote. Feigling, du hast deine Familie verraten. Oh, Moment, da war was. Nimm, los, bück dich. Leuchtion mi mehucha, gavuche ambrisch, gabe merisch. Du bist zu spät, du bekommst ihn nicht. Kann ich hier? Wohl bekommt. Wäre es nicht einfacher gewesen, hätte er einfach den Zettel verbrannt?
meine ja nur. Mein liebster David, dein letzter Brief hat mich mit großer Freude erfüllt. Ich vermisse dich so sehr hier in Indien. Wenn meine Berechnungen stimmen und der internationale Postverkehr gut läuft, begleitet dich dieser Brief auf dem letzten Stück deiner Reise nach Schottland. Ich wage kaum etwas zu sagen aus Angst, du hältst mich für närrisch oder gar hysterisch. Dein Vater hat ein Leben lang die Geschichte seiner verkommenen Familie erforscht. Dies und seine Besessenheit für das Okkulte haben leider seinen Verstand zerrüttet. John liebte sein Elternhaus und seine Familie, aber ebenso hasste er sie und misstraute ihr. Mein Sohn, hüte dich vor den Gordons. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. In Liebe, deine Mutter. Gegenstand hinzugefügt, okay. Können wir... Ah, Moment, wir können das drehen. Okay, was ist das jetzt hier? Irgendwelche komischen Zeichen. Gleich 4, gleich 2. Das ist ein Runenzeichen, das weiß ich. Ob es jetzt hier auch als solches benutzt wird, weiß ich nicht. Das könnte ein Runenzeichen sein, es ist aber ein bisschen geschwungen. Bücherei, finde die Antworten, mein Junge. Okay. Familie der Schlangen, bewahre Schlüssel. Okay. Kann ich jetzt erstmal so nichts mit anfangen. Aber gut. Wir können was untersuchen. Was ist das denn mit dem Kreis hier? Können wir hier... Ah, wir können uns drehen. Okay. Ich muss ja jetzt erstmal so ein bisschen mit der Steuerung hier klarkommen, weil so die Art habe ich noch nie gemacht. Also Point and Click kenne ich wirklich nur, indem man wirklich drauf klickt nur. Diese Landschaft könnte nicht unterschiedlicher zu der Indiens sein. Ja, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Guter Mann, wie weit ist es noch bis zum Schloss? Wir sind fast da, Sir. Genau wie vor 2 Stunden. Hm. Das Anwesen liegt wirklich weit ab vom Schuss. Okay. Also hier können wir so nichts mehr machen. Ja, wir können auch sonst nichts machen. Das untersuchen, das haben wir ja gerade schon. Oder können wir da noch mehr untersuchen? Ah, okay. Oh je. Ich ahne Schlimmes. Das sieht mir so sehr stark nach einem Schlüssel aus. Ja. Kann man hier... Eine Notiz über eine Bibliothek. Ein Schlüssel. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen. Okay. Eine Notiz über eine Bibliothek. Das ist das Gleiche. Ja, ist gut. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Wissen wir. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen. Also wir können jetzt nicht die Dinger, weil das sieht mir so ein bisschen aus, ob man hier drauf drücken kann. Oder hier vielleicht. Eine Notiz. Hallo, ich habe doch jetzt gar nicht gedrückt, ich habe es doch nur gedreht, Junge. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ja. Ja, ist gut. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Ich drehe jetzt gar nichts mehr, ich drücke jetzt nur noch auf zurück, okay? Wir sind da. Na, endlich. Black Mirror. Willkommen, Mr. Gordon. Ich bin Andrew Harrison. Mr. Harrison, wie schön, Sie endlich zu treffen. Unserer Korrespondenz nach hielt ich Sie für älter. Danke sehr. Wollen wir im Inneren fortfahren? Folgen Sie mir, es ist bereits recht dunkel.
Oh. Er ist angekommen, Milady. David, willkommen in Skahandu-Haus. Lady Margaret, sehr freundlich, mich zu so später Stunde persönlich zu empfangen. Das ist ja lustig. David habe ich gerade die Hauptperson in meinem neuen Sims-Let's Play genannt. Vaters Tod, ja. Das andere kann ich jetzt gerade nicht so ziffern. Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solche morbide Themen. Wie sehr du doch John ähnlich siehst. Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ungewöhnlich nur, wenn man es nicht für nötig hielt, Gälisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen, selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job. Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Aber natürlich. Hier, bitte sehr. Oh. Hm. Was für ein seltsamer Gegenstand. Ja, und der Butler scheint zu wissen, was das für einer ist. Lügen oder die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, womit wir jetzt hier weiterkommen. Also wir sagen mal einfach die Wahrheit erstmal. Nicht wahr? Es hat meinem Vater gehört. Er hat es mir kurz vor seinem Tod geschickt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es ja auch etwas, das dorthin zurückkehrt, wo es hingehört. Wie sein neuer Besitzer. Schlafen Sie gut, Master David. Ich werde meine Studien fortsetzen. Bitte folgen Sie mir, Master David. Mhm. Gut, ich bin jetzt so ein bisschen skeptisch, weil der Butler halt so reagiert hat. Ich hoffe, dass der mir das jetzt nicht versucht zu stehlen oder so. Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Ich denke mal, es ist ein Schlüssel, aber... Ihr Großvater, seine Lordschaft Edward Gordon... Oh, das ist doof. Wenn ich diesen Zeiger nach unten tue, dann geht das Bild nach unten. Aber ich will den natürlich nicht irgendwo im Weg stehen haben. Das ist ein bisschen lästig. So, das Bild. Was ist denn hier unten? Kann ich mir das... Ah. Jemand denkt noch an ihn. Vielleicht warst du doch nicht so grausam, wie Mutter geglaubt hat. Oh, man weiß nie, ne? Großvater Edward Gordon. Vater hat nie von dir geredet. Aber Mutter hat kein freundliches Wort für dich übrig. Du warst der Schlimmste von allen, sagt sie. Okay. Man kann es nicht leugnen. Wir sind verwandt. Tja. Was soll man dazu sagen, ne? Wo ist der denn jetzt eigentlich rumgegangen? Ist der oben rumgegangen oder ist der hier unten rumgegangen? Ich glaube oben, oder? Hier entlang, Sir. Ja, wo sind sie denn? Rechte Seite? Stopp. Guck mal. Ich schätze, es ist schwierig, alles trocken zu halten. Bei dem vielen Regen in der Gegend. Sehr amüsant, Master David. Wir tun unser Bestes, Sir. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Mir fällt jetzt gerade zum ersten Mal ein, dass der eine wahnsinnig bekannte Synchronstimme hat hier, der Butler. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Ich habe den alten Burschen lange genug geärgert. Der erste Eindruck zählt. Ja, war der jetzt da im Dunkeln? Ich guck nochmal hier oben. Ah, nee, hier Wenn ist er auch. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen, Sir.
Ja, wenn du nicht immer abhauen würdest, würde ich das ja auch tun. Warte mal eben. Ach, Mist. Ich wollte jetzt rechts geguckt haben, was da so geleuchtet hat. Das macht sie manchmal, Sir. Ja, ich würde sagen, zu jeder vollen Stunde, oder nicht? Questprotokoll. Lady Gordon erwartet Sie morgen um 8 zum Frühstück, Sir. Vielen Dank. Lady Gordon nannte Sie Angus? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Angus. Ja, Sir. Sie hat mich so genannt. Ich bin Mr. McKinnon. Mr. McKinnon, ja. Ich rate Ihnen, das Zimmer heute Nacht nicht zu verlassen. Tickende Uhren sind nicht das Schlimmste, was einem des Nachts in diesem Haus begegnen kann, wenn man sich nicht auskennt. Schlafen Sie gut, Sir. Vielleicht okay. Ist er eher ein Morgenmensch. Das könnte natürlich sein. Ich wollte jetzt mal kurz gucken. Questprotokoll. Also, Inventar können wir uns angucken. Ah, hier, Questprotokoll mit Q. Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Folgen Sie dem Butler auf Ihr Zimmer, erkunden Sie das Schloss. Also, das sollen wir sogar machen. Das ist sehr gut. Okay. M ist das Menü. Achso, das ist das Menü. Ja, toll. Da wollte ich natürlich nicht reingehen. Okay, dann schauen wir uns mal natürlich erstmal das Zimmer ein bisschen an. Ich bezweifle, dass es hier jemals angenehm warm wird. Ja, gut, ich meine. Hallo? Nein, ich wollte. Geh doch mal raus hier. Ich wollte nicht auf Q, sondern auf 1 drücken. Angus. Verzeihung, Mr. McKinnon hat mich ziemlich herumgeführt. Aber ich glaube, mein Zimmer müsste hier irgendwo sein. Moment mal. Das sieht aus wie... Ist das nicht... Das ist ein Teil eines Modells. Stimmt. Boah, dieser Effekt, ne? Okay, hier leuchtet so zwar ein bisschen was, aber das kann man anscheinend nicht... Ah, Moment, stopp. In so einem alten Haus bleibt über kurz oder lang keine Schublade leer. Ja, in einem modernen ja auch nicht, ne? Moment, da war was. Das ist nicht unser Kästchen? Teile irgendeiner Zeichnung... Interessant. Ist es das? Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Ja, und die nehmen wir jetzt nicht mit, oder was? Oder wir müssen die später holen, das kann natürlich auch sein. Ja gut, dann schauen wir hier erstmal. Achso, da verlassen wir. Nee, da wollte ich jetzt noch nicht... Direkt öffnen? Was öffnen wir denn hier? Ein Glück, dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss. Achso. Mr. McKinnon hat dich mit Leichtigkeit gehoben. Ohne dieses seltsame örtliche Gesetz, wegen dem ich persönlich erscheinen muss, wäre ich wohl nie hierher gekommen. Ein Schaf unter Wölfen. Muss Sie leider über den Tod von John Gordon informieren. Stopp. Bitte kommen Sie nach Skahandu House. Stopp. Andrew Harrison, Anwalt. Stopp. Okay. Nicht mehr viele Streichhölzer übrig. Macht ja nichts, Hauptsache... Ach, das ist was anderes. Ich brauche bald einen neuen Pass. Der hier füllt sich langsam. Wie, der füllt sich? Dieser adrette, fröhliche, nüchterne Mann ist nicht der, an den ich mich aus Kindertagen erinnere. Okay, aber da scheint jetzt sonst so nichts drin zu sein, was wir uns auch angucken sollten. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nach Möglichkeit... da standen doch gerade noch zwei Sachen drin. Was ist das denn jetzt? Da. Oder geht das nur, wenn ich von links reingehe? Ins Bett gehen oder sowas?
verwenden. Ah, so, okay. Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Ganze so zu cutten, dass ich ungefähr alle 20 Minuten Cut mache. Aber ich möchte mich ja ehrlich gesagt gerade mal ein bisschen umschauen. Alles, was ich je besessen habe, würde da 5-mal hineinpassen. Deswegen muss ich da immer mal ein bisschen schauen, wie ich das jetzt machen werde. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Ja, dann wäre es schön, die Kerze mitzunehmen, ne? Aber die wolltest du ja nicht mitnehmen. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem mal eben. Ich werde Licht brauchen, wenn ich mich hier zurechtfinden will. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Dann probiere ich jetzt nochmal eben, ob der die Sachen jetzt vielleicht mitnimmt. Ich wollte sie ja direkt von Anfang an mitnehmen, aber ihr wolltet ja nicht. Ah, so ist es besser. Ah, okay. Perfekt. Dann gehen wir mal auf nächtliche Erkundungstour. Ich werde dein hochgelobtes schottisches Wasser noch testen, Vater. Später. Hä? Ich dachte, der will nur nicht rausgehen. Ist der doof? Ja, geh. Los. Geh da durch. So sehen wir uns wieder, alter Feind. Alter Feind. Noch mehr Teile dieser Zeichnung. Vielleicht kann ich rausfinden, was sich daraus ergibt, wenn ich genügend finde. Genau, weil es ja so logisch ist, dass man irgendwie eine Zeichnung oder ein Bild zerreißt und dann die Einzelteile überall in so ein Schloss verstreut. Kann man hier runtergehen? Nö. Und wieso kann ich mir die Dinger jetzt nicht angucken? Oder kann ich mir das erst angucken, wenn das fertig ist? Das kann natürlich auch sein. Der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Vampir, finde ich, vom Gesicht her. Haben wir hier noch was? Bitte nichts anzünden. Mir reicht es, dass ich bei Assassin's Creed immer wieder mich selber angezündet habe. Ah, hier geblieben. Ein Speiseaufzug. Groß genug, dass man glatt selbst reinpassen würde. Ja. Vielleicht brauchen wir das ja mal zum Fliehen. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal in Erinnerung halten. Nein, das stimmt nicht. Hier müsste ein Zimmer sein. Nein, das ist auch nicht, was ich brauche. Wo kann es nur sein? Lauschen Sie, Mr. Gordon? Nein. Das gehört sich aber nicht. Ach so. Ja. Sag mir doch einer, dass das wegen der Maus ist. Da wollte ich mal kurz ein Schlückchen trinken, während hier was Animiertes läuft. So, das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Resident Evil hier, so von der Umgebung her. Wo ist der Typ denn jetzt, hä? Wo war der? Ach, da. Guten Tag, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja, kann ich. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich habe ein System und will nichts durcheinander bringen. Lady Gordon ist sehr bedacht auf Vertraulichkeit. Selbstverständlich. Haben wir etwas zu verbergen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das sieht entmutigend aus. Aber lohnenswert. Und faszinierend. Faszinierend? Auf jeden Fall. Die Geschichte der Familie Gordon reicht ungemein weit zurück. Stimmt es, dass wir eine der ältesten Familien in Schottland sind? Oh, sie sind viel mehr als das. Die Gordons besitzen dieses Land seit der Antike, bevor es überhaupt Aufzeichnungen gab. Dann sind da noch ein paar ungewöhnliche örtliche Gesetze. Es ist teilweise eine Herausforderung, aber eine sehr willkommene. Kannten Sie meinen Vater? Ich wurde zum Haus berufen, kurz nachdem Ihr Vater angekommen war. Wozu wurde ein Anwalt benötigt?
Aufgrund der komplexen lokalen Gesetze, die ich erwähnte. Ihr Vater ging fort, als Lord Edward starb, also wurden die rechtlichen Formalitäten zur Übertragung des Hauses nie durchgeführt. Soll das heißen... Aber nicht doch. Es wird keine Probleme geben, das Anwesen auf Ihren Namen zu übertragen. Wenn Sie das wünschen. Hatten Sie schon Gelegenheit, meine Papiere zu überprüfen? Ja, und es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alles in Ordnung ist. Meiner Funktion entsprechend muss ich Ihnen allerdings sagen, dass das Familienvermögen durch Edwards Tod und die Abwesenheit Ihres Vaters über die Jahre erheblich geschrumpft ist. Aber der wahre Schatz sind das Schloss und das Land selbst. Ich habe noch nicht so viel Zeit hier verbracht, wie ich gerne würde, aber dieser Ort ist einzigartig. Nun denn, es war ein langer Tag. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hole mir noch etwas zu lesen und gehe dann ebenfalls zu Bett. Gute Nacht. Ja, und wo holt er sich jetzt was zu lesen? Hier ist nichts, wo man irgendwie... Doch, hier sind Bücher, aber da kann er sich jetzt nichts zu lesen holen, so wie es aussieht. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor das Ganze zu lange ausatmet, weil es scheint hier doch jede Menge zu entdecken zu geben. Und dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen und uns hier im Schloss noch weiter umsehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!